So, schönen guten Morgen. Zunächst einmal eine kleine Entschuldigung. Wir sind, glaube ich, 2 Minuten zu spät auf Sendung. Es ist noch was Wichtiges dazwischen gekommen, vorbürstlich. Heute natürlich etwas ruhiger, die ganze Veranstaltung. Sie wissen, die Amerikaner haben heute einen Feiertag. Da bleiben die Börsen geschlossen. Sie sehen aber die Voraussetzungen für den europäischen Handel und auch für den asiatischen Handel, die waren sehr gut. Der Dow Jones am Freitag zum Wochenabschluss um 220, 230 Punkte, 0,9% gestiegen, nachdem die Banken gute Ergebnisse gemeldet hatten. Der S&P ebenfalls nach oben, der Nasdaq natürlich ebenfalls nach oben gegangen. Hier die positiven Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Quartalssaison. Und damit kommen wir zu den ersten Charts, die wir uns anschauen wollen. Alibaba. Alibaba momentan knabbert so ein bisschen am Rekordhoch. Das liegt etwa im Bereich 192,50. Also es liegt nicht etwa, sondern es liegt genau im Bereich 192,49. Und hat in den letzten Tagen nicht so richtig funktioniert. Es gab einige Anläufe, dann ist die Aktie wieder abgekippt. Könnte natürlich sein, dass wir dann ab morgen, wenn wieder gehandelt wird an der Wall Street, dass wir hier vielleicht einen neuen Punch sehen. Denn am Wochenende hat die künstliche Intelligenz von Alibaba den berühmt-berüchtigten Stanford-Test gemacht, und zwar in der Kategorie Lesen und Verstehen. Und hat hierbei einen Score erzielt von, also einen Punktestand von 82,44, und ein Mensch, der das ebenfalls getan hat, der hatte einen von 82,30. Also der menschliche Konkurrent ist unterlegen. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, natürlich, das ist toll, zukunftsgerichtet, überhaupt gar keine Frage, aber irgendwie bleibt für mich ein fader Beigeschmack. Ich bin mit Terminator-Filmen groß geworden und ich weiß, wozu es führen kann, wenn die künstliche Intelligenz zu intelligent wird. Aber Alibaba auf jeden Fall weiter hier auf unserer Watchlist. Ebenso wie Amazon. Neues Rekordhoch. Natürlich müssen Sie sich den Chart, schauen Sie sich den Chart mal an. Ich meine, wir reden ja hier nicht von irgendeinem kleinen Hinterhofunternehmen. Da werden jedes Mal Milliardenwerte geschaffen, wenn die sich derartig schnell nach oben bewegen. Jetzt sind wir schon wieder rund 10% im Plus. Anstieg. Schön konsolidiert, weiterer Anstieg, jetzt kommen die Q4-Zahlen. Könnte natürlich sein, dass nach den Q4-Zahlen dann erst einmal Ernüchterung und Selling Effects eintritt, aber soweit ist es noch nicht. Was wird erwartet für das vierte Quartal? 59 Milliarden Dollar, die Analysten gegenüber 43 Milliarden im Vergleich. Waren Vorjahreszeitraum und ein EBIT von 1,57 Milliarden gegenüber 1,21. Aber beim Gewinn ist das bei Amazon so eine Geschichte. Das Geld wird in der Regel schnell investiert. Auf die Gewinnseite schaut man erstmal nicht so. Jeff Bezos möchte einen Weltkonzern, einen schlagkräftigen Weltkonzern formieren. Und da müssen die Gewinne erstmal hinten anstehen. Facebook, Freitag war natürlich das große Gesprächsthema. Die Veränderung des Feeds zugunsten mehr sozialen Engagements und weniger für die Online-Werbung. Das hat die Anleger richtig, richtig enttäuscht. Die Aktie ist um 4,5% gefallen. Übrigens hat der Aktionär die Schwächephase jetzt erst einmal genutzt, um hier eine kleinere Position aufzubauen für das Musterdepot. Wir werden das hier in etwa dritteln, diesen Auftrag. Also wir werden ihn nicht in etwa dritteln, wir haben ihn gedrittelt. Mit der ersten Position sind wir sofort rein. Jetzt schauen wir, wie sich das Ganze austariert. Man weiß natürlich nicht, wo es dreht, aber zukünftig dürfte Facebook auf jeden Fall weiterhin eine Macht im Internet bleiben und langfristig gesehen könnte sich das auszahlen, dass wir hier diese Schwächephase jetzt zum Einstieg genutzt haben. Der DAX, ich habe es gerade gesagt gehabt, die Vorgaben sind sehr, 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 sehr ordentlich und von daher vielleicht sehen wir heute doch mal einen Anlauf wieder in Richtung 13,3, vorausgesetzt natürlich, die Anleger lassen sich nicht zu sehr vom Euro Dollar beeindrucken. Der ist nämlich auf ein Mehrjahreshoch gestiegen. Sie sehen es 1,2213 und das ist natürlich schon so ein Damoklesschwert, das über dem Handel hängt, weil viele Anleger natürlich sehen, wir sind exportlastig und gerade so Volkswagen, BMW, wie sie auch alle heißen, die leiden natürlich unter den höheren Wert eines Euro und nicht zu vergessen die ganzen Maschinenbauer, die natürlich hier ebenfalls leiden würden. Adidas momentan, Sie sehen es, nach dem Abstieg hier so ein bisschen ausgependelt hier unten in dem Bereich 170. Jetzt eine sehr interessante Nachricht am Wochenende. Der CFO hat nämlich gesagt, Mensch, in den meisten Kernmärkten haben wir Marktanteile von 15-20%. Das wollen wir im US-Markt ebenfalls erreichen. Jetzt muss man wissen, das ist natürlich noch ein ganzes Stück hin. Momentan
Experten schätzen, dass Adidas in etwa einen Marktanteil von 10% in den USA hat. Also hier auf jeden Fall erstmal ja, eine ordentliche Messlatte nach oben gelegt und ordentliche Ziele formuliert. Mal schauen, wie die Anleger heute darauf reagieren. Dürfte tendenziell aber auch eher nach oben gehen. Volkswagen mit dem besten Absatzergebnis aller Zeiten. 6,23 Millionen Fahrzeuge wurden im letzten Jahr verkauft. Und der wichtigste Markt, natürlich bleibt es China. Also, ja, hat einen Haufen Geld gekostet, der Dieselskandal, aber scheint der Marke Volkswagen jetzt nicht geschadet zu haben. Und auch da sieht es eigentlich eher nach neuen, ja, zumindest mal hier 52 Wochen hoch aus. So, und jetzt höre ich gerade, dass mein Gesprächspartner in Frankfurt vor Ort ist, Patrick DeWayne. Wie sieht es denn heute Morgen aus? Dürfte ja eher eine ruhige Veranstaltung werden. Ja, lieber Martin, das kann tatsächlich so sein, weil in Amerika ja Martin Luther King Day ist. Das ist auf der einen Seite ein Feiertag für die Börsen, auf der anderen Seite natürlich ein Gedenktag, an den wir hier natürlich dieses Jahr jährt sich das Jahr 50 Jahre, dass der Martin Luther King tot ist, natürlich mit Schrecken auch gleichzeitig denken. Nichtsdestotrotz, kurzer Einschub noch zu VW, da ist es ja gerade heute Pressetag in Detroit, also Detroit Motor Show, und auch da kommen die Forschungen des neuen Jetta, soweit man das sagen kann, wohl ganz gut an. Für den DAX insgesamt die Indikation leicht positiv für den Augenblick. Der starke Euro, du sagtest es bereits, könnte tatsächlich aber so ein bisschen der Schlag ins Kontor sein und so ein bisschen den DAX einbremsen, wenn es darum geht, endlich mal dem starken Dow und den US-Börsen zu folgen. Insgesamt auch mit konjunkturellen Nachrichten ist es eher dünn. Die Quartalssaison hat in Amerika angefangen. JP Morgan brachte da Zahlen, aber auch BlackRock. Vielleicht hat das einen kleinen Impact auf die Finanzinstitute hierzulande, aber es bleibt im Moment mal abzuwarten, was die daraus machen. Und damit vielen Dank für diese erste Einschätzung nach Frankfurt. Tja, normalerweise sage ich an dieser Stelle, wir sehen uns dann um 14.40 Uhr. Sehen wir uns natürlich nicht, weil Feiertag an den US-Börsen. Das heißt, wir gönnen uns eine Pause, sehen uns dann morgen früh an gleicher Stelle wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.